Und damit fängt jetzt auch der letzte Kampf an. Aber einen Kampf, den man nicht verlieren kann. Rufer Valvaris. Yuyevan ergreift die Kontrolle. Yuyevan will jetzt Valvaris als neuen Sinn. Und seht ihr zufälligerweise diese Heiligenscheine über unsere drei Charaktere? Das heißt, in diesem Kampf haben wir, und zwar den ganzen Kampf über, Schutzengel. Das heißt, wenn wir sterben, stehen wir sofort wieder auf. Das heißt, in dem Kampf können wir gar nicht sterben. Können wir machen, was wir wollen, wir sterben nicht. Den Kampf kann man nur noch gewinnen. So, Valvaris steht dir nicht mehr zur Verfügung. Ah, das geht, glaube ich, Yuna ziemlich an die Substanz. Aber das kann ich auch verstehen. So, auch hier ergreift Yuyevan wieder die Kontrolle. Aber auch das lassen wir nicht zu. Das sollte auch nur mit Einschlag erledigt sein. Unsere Leute sind einfach zu stark mittlerweile. Und da Auron auch noch... Hat er? Nee, er hat keinen Präventivschlag drin. Nee, dann habe ich nichts gesagt, aber er ist einfach schnell im Moment. Wäre Rico in der Gruppe, würde wahrscheinlich Rico die ganze Zeit jetzt drankommen. Ixion. Aber auch hier werden wir nicht zulassen, dass Yuyevan die Kontrolle erhält und ihn zu einem Aeon, zu einem neuen Sinn machen kann. Dass aber Yuna ziemlich nahe geht, ist ziemlich klar eigentlich. Oh, daneben. Okay. Daneben. Ah, geht doch. Ja, Ixion ist doch schon ziemlich gewandt. Aber
Habt ihr das gerade gesehen? Titus hat mit 4900 Schaden einen Schlag Shiva schon besiegt. Und zwar als vernichtend sogar besiegt. Also das seht ihr, der Kampf ist eigentlich nicht mehr dafür ausgelegt, herausfordernd zu sein. Bahamut. Da hätten wir auch, für diesen Kampf hätten wir auch gar nicht so groß trainieren müssen. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir das gemacht haben, gerade für die anderen Bosskämpfe. Ja, auch Bahamut soll übernommen werden. Ist irgendwie schon ziemlich heftig, finde ich. Die ganzen alten Gefährten, dass wir die quasi besiegen jetzt müssen. Damit sie nicht zum neuen Sinn werden. Das ist schon ziemlich heftig. Aber sie haben ja selber gesagt, wir müssen das machen. Sie wollen es ja auch nicht anders. Sie wollen ja quasi schlafen. Es war ja ihr eigener Wunsch. So, jetzt haben wir noch Anima, da Chojimbo und das Magus-Trio. Wir gehen einfach mal immer so, wie wir es auch gekriegt haben, von oben nach unten entlang. Wobei, dann hätten wir Chojimbo zuerst machen müssen. Egal. Passt schon. Wie hoher Ausreichungsdings hat er eigentlich? Wow. Rico erledigt. Ah, da kommt jetzt der Schutzengel ins Spiel. Dann sehen wir auch mal den Schutzengel. Den können wir ja auch selber lernen. Okay, wir machen immer daneben. Vielleicht brauchen wir Walker. Walker ist doch relativ schnell. Walker, Walker, Walker. Da haben wir ihn. Daneben. Lloyd. Wir treffen ihn nicht. Selbst Walker trifft nicht. Dann machen wir mal was anderes aus. Was er auf jeden Fall trifft. Und zwar machen wir das mit Orin, und zwar die Ekstase von ihm. Mal schauen, dass ich es auch hinkriege. Weil die Ekstase, die müsste auf jeden Fall treffen. Aber ansonsten haben wir echt Probleme, den zu treffen. So, das müsste doch jetzt gehen. Na also. Geht doch. Raymond hat tatsächlich die größte Schwierigkeit, ihn zu treffen. Ah je, arme Yuna.
Schieß meist hier auch die ganze Zeit daneben. Müssen wir erst die erledigen? Irgendwie finde ich seltsam, dass wir die nicht mehr treffen gerade. Wenn nicht, wir können es mit Lu machen. Zauber. Ja, okay. Ich glaube, Zauber kann man nämlich nicht ausweichen. Hätten wir vielleicht vorher schon machen können. Da ist, das ist wahrscheinlich mit dem Zauber sogar einfacher als mit den Dings. Weil irgendwie weichen die ständig aus der physischen Angriffe. So, es bleibt tatsächlich nur noch eine Bestie, ein Aeon übrig. Und zwar das Magus Trio. So, jetzt weiß ich nicht. Ja, wir müssen sie alle einzeln angreifen. Und ich glaube, bei Flair ist auch nur ein Einzelangriff, richtig? Ja. Dann machen wir Ultima, weil Ultima geht auf alle. Und ich denke, da brauchen wir auch die Hades-Magie nicht. Das müsste mit einem sein. Das heißt, das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein. So, es gibt keine Aeons mehr, von denen du Besitz ergreifen kannst, Yu Yevon. Everyone, this is the last time we fight together. Okay? Huh? What I'm trying to say is, after we beat Yu Yevon, I'll disappear. What are you talking about? I'm saying goodbye. Not now. I know it's selfish, but this is my story. Jetzt hat er es ihnen eigentlich mal gesagt gehabt. Ich mal ganz kurz was wissen. Wenn wir jetzt Analyse auf Yu Yevon machen. Was sehen wir denn da? Hoppla. Ach, ist im Mond. Na gut. Okay.
Boah, jetzt wollen sie es aber wissen. Es hat sogar ihm Schaden gemacht. Habt ihr das gesehen? Nur 4000? Okay. Okay, dann machen wir das Ganze wieder mit... mit dem hier. Das sollte eigentlich jetzt langen, denke ich. Oder auch nicht. Yu Yevon scheint relativ viel HP zu haben. Ah, Yu Yevon hat tatsächlich... ah, nee. Ich glaube, das war's. Das war's tatsächlich. Im Ultima, zweimal Ultima hat er auch nichts entgegenzusetzen.
Don't stop. But I... It's all right. It's been long enough. This is your world now. I have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Goodbye. Oh. Hey! We're gonna see you again!
Yuna, it's time. Everyone has lost something precious. Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Never forget them. Ja, und so hört also Final Fantasy X auf. Ein, wie ich meine, sehr, sehr schönes Spiel. Auch eines der besten Final Fantasy Spiele, die ich kenne. Also meiner Meinung nach zumindest. Und ja, also mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Let's Play auch viel Spaß gemacht. Bin froh, dass ihr dabei wart, dass wir das zusammen gemacht haben. Weil das Spiel spiele ich immer wieder gerne. Und ich finde es einfach, auch wenn, ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, auch wenn der Schluss ziemlich traurig ist. Aber wer weiß, es gibt ja auch noch 10-2, also den zweiten Teil vom 10er. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End. Wer weiß. Wir werden es vielleicht sehen. Ich denke, den zweiten Teil werde ich früher oder später auch noch irgendwann Let's Play. So. Wie fandet ihr denn das Spiel? Hat es euch gefallen? Hat euch das Let's Play gefallen? Wenn man so bedenkt, dass wir noch nicht mal 100% gespielt haben vom Spiel, da gab es noch einiges zu tun. Die ganzen Minispiele, die man noch machen konnte. Die ganzen optionalen Bosskämpfe, die es gibt. Die ganzen schwarzen Bestias zum Beispiel. Und noch die, wie heißt's? Die von der Monsterfarm. Also da sind noch einige Sachen zu erledigen. Oder was man hätte noch erledigen können, sagen wir es mal so. Wenn man bedenkt, für das war man noch gar nicht hoch genug trainiert. Also da hätte man wirklich noch viel, viel mehr trainieren müssen. Und zwar am besten auch noch mit allen Leuten. Und wenn man das bedenkt, wie gut man mit der Story jetzt durchgekommen sind. So wie wir trainiert haben. Und das war wirklich noch nicht so viel. Was da für Monster noch auf uns gewartet hätten. Also, was da noch gewesen ist. Das ist schon ziemlich heftig. Ja gut, dann würde ich das Let's Play beenden. Nach den Credits kommt noch eine kleine Szene. Ist ja bei den Final Fantasy Spielen ziemlich so üblich. Könnt einfach die Credits weiterlaufen lassen. Ich lasse gerne bis zum Schluss durchlaufen. Oder ihr spult vor, wie auch immer. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.